Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL eine 1:2, 0:0, 1:1, 0:1 Auswärtsniederlage bei den San Jose Sharks hinnehmen müssen. Dadurch steht es in der Best-of-Seven-Serie 3:2 für die Sharks, die mit einem weiteren Erfolg ins Western-Conference-Finale einziehen können. Der Gegner wird zwischen den St. Louis Blues und den Dallas Stars ermittelt. Grubauer verbuchte zwar starke 37 Paraden, den Rückschlag konnte aber auch er nicht verhindern. Denn nach dem Führungstreffer durch Tyson Jost 38. schnürte Thomas Hertl einen Doppelpack, 40. 47. der San Jose zum Heimsieg verhalf. Beim zweiten Gegentreffer sah der deutsche Goalie nicht gut aus, da er nach einem Schuss aus dem Slot den Puck zunächst sicher im Fanghandschuh zu haben schien, dann aber fallen ließ, so dass Hertl zum Siegtreffer abstauben konnte. Bruins mit dem Matchpuck. Auch die Boston Bruins konnten gegen die Columbus Blue Jackets einen Erfolg auf heimischem Eis erkämpfen. Dank der zwei Treffer von David Pastnak gewannen die Bruins mit 4:3, 0:0, 1:0, 3:3 und führen in der Serie mit 3:2. Der Sieger des Duells trifft im Eastern Conference Finale auf die Carolina Hurricanes. Let's block it's white.